Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir gehen hier nochmal ein bisschen durch die Gegend, gucken, ob wir hier vielleicht noch ein paar Gegner finden, die wir kaputt hauen können, um ein paar Punkte zu sammeln. Vielleicht ein paar Wölfe, vielleicht auch, weiß ich nicht, ein paar Feldräuber, Scavengers können auch... Goblins gehen auch. Goblin-Skelett? Untote Goblins? Alter, wie stark sind die denn? Okay, hier gibt es untote Goblins. Hier haben wir auch noch irgendwie was von Untoten. So eine Art Friedhof. Mit... Okay, wir sind hier tot. Okay, das war jetzt interessant da hinten. Aber da hinten war ja auch noch... Waren das untote Blutfliegen oder normale Blutfliegen? Da will ich jetzt... das will ich jetzt wissen. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Hier nach rechts gehen wir jetzt erstmal nicht. Was ist das hier jetzt auf? Passiert, wenn wir hier reingehen? Nichts. Schalter. Ist irgendwas passiert? Ach, hier ist auch noch einer. Okay. Boah, Alter, erschreck mich nicht. Alter. Der mich jetzt erschrocken. Okay, was passiert hier jetzt? Ich hänge hier fest. Untote definitiv. Die Steintafel nehmen wir mit. Ich sehe da Untote. Hier eins, da eins. Hier auch nochmal eins. Ich glaube, gegen die kommen wir erstmal nicht an. Wir hatten jetzt gerade auch schon Probleme gehabt mit dem mit einem untoten Goblin. Aber die eine Blutfliege hier hat mich jetzt echt erschrocken. Ja, komm. Du kannst noch dazukommen, ja? Komm. Ja, such dir deinen Weg hier hin. Jo. Noch mal ein bisschen Abstand. Die hängen da fest, ne? Können wir das so machen? Achso, das sind Feldräuber. Die Musik hier ist aber krass. Der eine ist schon hier durch. Okay. Können wir eben was futtern? Würde ich sagen. Solange der da feststeckt. So. Komm. Triff den doch. Der will mich doch verarschen. So, haben wir noch was? Ein Apfel. Komm, mach mal das. Dann können wir jetzt speichern. Gegen die Untoten. Oh, Heilpflanze. Die nehmen wir mit. Einer wird reichen, ja? Ich glaube, so einfach kommen wir nicht zu denen. Ja, finde deinen Weg zu mir, komm.
Der steckt fest, ne? Jo. Komm. So, bisschen Abstand, bisschen Abstand. Mach mal den. Hallo, den. So, die 80 Punkte. Alter. So. Und nochmal so. Nicht den Mana-Trank. Komm. Na, nochmal Abstand. Ein bisschen. Können wir noch irgendwie was jetzt zu uns nehmen? Hier die Dinger. So, nein, nicht den Mana-Bonus. Hier, das können wir aber. Und die Heilpflanzen. So. Okay, das war jetzt heftig gegen die. Dann, oh, nochmal Heilkraut, nice. So, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Was? Lederbeutel? Putzbogen? Kairo, Sekündchen noch. Nichts zu holen. Hosch, der letzte Scheiß. Geil. Björn, weiter aufs Ziel zu. Rostiges Schwert. Hodges, alles wird gut. Noch eine Heilpflanze. Michael, ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, Pfeile. Die nehmen wir alle mit. Können wir gebrauchen. Chase, was haltet ihr davon? Uwe, welcher Level bist du denn mit deinem Paladin? Michael, yay, I can show you something. Okay, den einen haben die nicht übersetzt, aber... Verknöderlich wieder. Aber ich finde es super. Hier. Hier geht's raus. Das war jetzt aber interessant mit dem Friedhof hier. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Ein bisschen für die nächste Stufe. Und dann müsste ich mal auf zwei Händer gehen. Wie Stärke sind wir bei 41, Geschick 11. So, Mana brauchen wir nicht wirklich viel. Hm. 200 müssen wir auf jeden Fall stärker werden, definitiv. Das war doch schon vorher klar. Achso, wir können ja eben, warte mal. Aufs Maul. Bulke hätte auf die Schafe von Pepe aufpassen sollen. Pepe wünscht sich, dass ihm mal jemand ordentlich aufs Maul haut. Der hungrige Jäger. Flasche Milch, ein Brot und einen Schinken trinke. Habe ich Schinken? Rohes Fleisch, aber es ist kein Schinken, ne? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Schinken fehlt mir. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das war keine große Sache. Wird sich das jemals ändern? Boah, ich würde es nochmal gegen Raoul versuchen. Speichern wir hier jetzt nochmal. Dann hauen wir den jetzt mal aufs Maul. Wenn es jetzt nicht klappt... Was willst du schon wieder? Ja, ich will dir aufs Maul hauen. Es kommt nur auf die Kraft. Hast du's gezeigt? Alter, okay. Das wird nicht so einfach mit dem. Wir müssen da definitiv stärker werden. Ist doch... Wir brauchen noch knapp 900 Punkte, also Erfahrungspunkte. Können wir den anderen da aufs Maul hauen, der uns bedroht hat? Oder wir hauen den Feldräubern hier aufs Maul.
Ja, da hinten sehe ich auch noch wieder welche. So, komm. So, speichern, weil wir das geschafft haben. Und der nächste bitte. Der zuckt noch ein bisschen. Ja, komm. Du bist der Nächste. So, komm. Ja, nice. Jetzt muss ich aber eben schnell was futtern. Hier, Heilkräuter. Wollte schon sagen, ist er da hinten jetzt hinter mir her? Komm, dich mach ich jetzt fertig. Nein! Okay, nice. Hat aber ein bisschen gedauert. So, Heilkraut, Lederbeutel. Sonst ist hier nichts. Haben wir die Lederbeutel schon gelootet? Also, leer gemacht. 25 Gold. Die Felle müssten wir eigentlich irgendwo mal verkaufen. So. Und wir brauchen mehr Heilkräuter. Oder irgendwie irgendwas anderes, was mir noch mehr Gesundheit gibt. Hier sind ja auch nochmal zwei. Bäuerin und Bauer. Der Deck ist jetzt unbewaffnete, fester. Warte mal. Nee, alles gut. Auch wenn er wieder bei voller Gesundheit ist. Gibt's da hinten noch was? Hier ist noch ein Feldräuber. Ein paar. Wir haben keine Heilkräuter, nicht genug. Oder anderes Zeug, was uns Gesundheit verschafft. Brauchen wir wieder was? Oh, Dunkelpilze und Buddlerfleisch. So, wo sind sie denn? Da unten. Müssen wir die mal eben fressen. So, und dann brauchen wir Heiltränke. So viel es geht. Wie viel fehlt uns jetzt noch? 700, also nicht einmal mehr 700. Meinst du, mir geht es besser? Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich weiß jetzt nicht, über wen der da redet. Oder die beiden. Entschuldigung. Wir gehen einmal zurück nach Corinnes. Wir können die Felle da auf jeden Fall verkaufen bei Bosper. Die Blutfliegen hier warte ich erstmal noch. Die sind jetzt nicht hinter mir her, oder? Ne. So, dann sind wir hier erstmal wieder in der Taverne. Aber auch zusehen, dass wir irgendwem erstmal aufs Maul hauen. Ein paar Leuten. Wir könnten aber auch einmal nochmal hochgehen zum Leuchtturm. Und gucken, ob wir vielleicht jetzt schon stark genug sind gegen die Dudes da mit dem Bogen.
Könnten wir auch mal machen. Aber erstmal gehen wir verkaufen in Corinus. Die Fälle. Wir kriegen ja bei Bospa ein bisschen mehr Geld da für die Fälle. Meine ich. Aber ich will auch unbedingt. Wir. Der eine Weg da soll ja nach zur alten Mine führen. Und da bin ich gespannt, wie das dann da aussieht. Aber ich erkenne den jetzt nicht zur Kolonie. Oder ist das dann eine separate Map? Oder ist diese Map hier sogar unvollständig? Und es geht sogar noch weiter. Vielleicht ist das nur der obere Teil der Map. Und es gibt noch eine untere Map, keine Ahnung, vielleicht gibt es da noch eine östliche, nördliche Teil, keine Ahnung. Oder nochmal weiter südlich von der Kolonie. Wäre auch möglich, ich weiß es noch nicht. Noch weiß ich gar nichts hier. So, der Mika wieder. Wer muss die Arbeit ja machen? Das habe ich schon immer gesagt. Wie die einfach mal 5 Kilometer voneinander im Fernsehen miteinander reden. So. Hoppala. Nicht zweimal springen. So, wo haben wir Bospa? Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. So, da haben wir den und hier. Können wir ihm was verkaufen, ne? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Jagdbogen hätte er. Aber der hat keine Armbrust. Ledergürtel. Zusammen mit Lederrüstung. Nochmal plus 5 für alles. Was haben wir hier für ein... Weiß ich nicht. Komm, wir gönnen uns die hier dann mal. Wir haben ja eine Lederrüstung. Dann hier Fell an Schattenläufer. Das kriegen wir 38. Schafsfelle 2. Wolfsfelle. Kriegen wir auch echt wenig für. Lederbeutel haben wir noch ein paar. So, dann können wir ihm hier das Schwert noch geben. Und den Kurzbogen. So, wo haben wir den Ledergürtel? Die Probleme habe ich kommen sehen. Der gibt nur Stärkebonus plus 5. Der hier? Ich wäre mir da nicht so sicher. Kann ich nicht anziehen, warum? Muss ich den hier ausziehen? Und dann erst den anziehen? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, dann würde ich ja den hier anlassen. Einiges gehört. Weil Stärkebonus plus 5. Ach komm, dann gebe ich ihm die. Zeig mir deine Ware. Dann gebe ich ihm den Gürtel wieder. So, hier darfst du haben. Dann gehen wir mal hoch zum. Dingens, zum Leuchtturm und gucken mal, ob wir da jetzt ankommen gegen die beiden Banditen. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr soll ihr mein Land betreten. Also Innos, Adanos und Belia. Und es wird noch viel schlimmer. Und interessant mit denen. Ich glaube, hier ging es zum Leuchtturm, oder? Ich glaube schon. Ah, hier gibt es wieder Pflanzen. Feuerwurzel. Blauflieder. Ich finde super, dass sie nachwachsen.
Gibt es hier unten wieder Viecher? Oder habe ich welche vergessen gehabt? Mal gucken. Kann sein, dass ich hier vielleicht was vergessen habe. Was war das? Blaue Flieder. Oh, und da sind Pilze. Die nehmen wir mit. Boah, ich wünschte, ich könnte hier was sehen. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ist zu hoch zum Springen. So. 1895 haben wir. Lauflieder, nice. Hier waren aber auch noch ein paar Wanzen, ne? Die ich vergessen hatte. Die müsste ich auch mal einsammeln. Da. Kommt. Nice. Was ist denn das? Herumtreiber, was? Jo, alles klar. Und wo? Das war's für dich, Penner. Alter, was? Okay, keine Ahnung, von wo du die jetzt herkam. Dann lassen wir das mit den Fleischwanzen hier mal. Die haben mir aber auch ordentlich aufs Maul gehauen. Herumtreiber. Um die kümmern wir uns ein andermal dann. Ich will hier hoch, komm. Einfach hochspringen. Okay, dann da sind sie. Ich will es jetzt noch mal versuchen. Jetzt bist du dran. Das hast du verdient, Mister. Ja, jetzt steckte ich irgendwo fest. Beim Bogen sind sie heftig. Aber die machen immer noch One-Hit-Kill. Ich mach dich fertig. Ach, die sind zu dritt. Das hast du verdient, Mist Kerl. Okay, wir müssen definitiv stärker werden. Hier kommen wir nicht zurecht. Da geht's auch noch weiter. Kann Niklas uns noch was beibringen? Habe ich jetzt total vergessen. Müssen wir mal schauen. Und ich glaube, hier oben haben wir auch noch nicht alles erkundet. Zumindest hier in dem Bereich auf seiner Ebene. Da oben ja, aber hier? Nee, Bogen nicht. Da liegt was auf dem Ding. Ein Schädel. Okay, hier ist nichts. Geht's da irgendwie weiter? Ah, da unten sind Wölfe. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Komme ich hier jetzt wieder unbeschadet runter?
irgendwie was? Diesem Plateau? Warte mal. Was ist denn das, was da läuft? Ork, Elite und Varg. Zombie? Skelett? Ui. Ich komme hier aber nicht mehr hoch, oder? Oder? Ich komme hier nicht mehr hoch. Komm, ich will da hoch. Lass mich hoch. Ich steck hier fest, ne? Ich habe keine andere Wahl, als jetzt drauf zu gehen. Doch, ich schaff's hier hoch. Okay, jetzt wird's wieder heller. Da ist es richtig düster und dunkel. Untote, Zombies und so weiter. Und dann noch Orks. Hier hat man alles eingesammelt, oder? Nur um nochmal sicher zu gehen. Feuernis hatten wir hier vergessen. Hier nochmal Feuernässe. Genau, hier war ja das Ding. Die ganzen Spruchrollen. Heilkraut. Sonst war hier jetzt nichts, ne? Aber wenigstens ein paar Heilkräuter haben wir wieder. Achso, wir haben auch hier noch ein paar Lederbeutel, ne? 50 Gold und nochmal 50 Gold, nice. Ja, aber okay, es bringt mir jetzt gar nichts hier zu sein, ne? Niklas will ich jetzt auch nicht verprügeln für die Erfahrung. Ansonsten habe ich keinen Plan, wie ich jetzt weiterkomme. Also ich müsste jetzt irgendwelche Viecher kaputt hauen. Ob es nun Blutfliegen, Wölfe, was auch immer ist. Ob da irgendwas haue ich jetzt kaputt. Ja. So, einer von euch. Komm. Komm. So, jetzt den da. Ich sehe den nicht. Okay, nice. Nochmal 80 Punkte gesammelt. Sonst gibt es hier nichts, ne? Da ist wieder der... nee, lieber nicht. Bitte Abstand halten, ja? Ich habe gerade erst die Punkte bekommen. Was gibt es denn hier oben? Hier oben gibt es nichts. Na, jetzt ist die Frage, was macht mehr Sinn, wenn wir jetzt erst immer noch weiter auf Stärke skillen oder Zweihänder? Und dann irgendwie einen Zweihänder organisiert kriegen. Vernünftigen Zweihänder. Wir haben ja jetzt unseren abgegeben, ne? Und auch noch zusätzlich will ich auf Armbrust gehen. Aber ich will nicht, ich will mich jetzt nicht der Miliz jetzt anschließen. Auch wenn das am einfachsten wäre, wenn ich denen mich anschließe.
Obwohl wir haben ja die Möglichkeit, im Hafen ein paar Leute zu verprügeln. Viele Punkte brauchen wir jetzt nicht mehr. Im Hafen würde sich ja die Wache nicht einschalten, wenn wir da Leute verprügeln. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann mal in den Hafen und verprügeln da ein paar Leute für die Erfahrungspunkte. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.